Außer Kohärenz, sie spielt nur mit als Platzhalter, sie kommt mit Intensity, auch wenn jemand verlieren sollte. Kann er auch sein. Sie spielt mit. Ich hoffe, dass da keine Einwände sind. Wir wissen noch mal, wenn die Gruppen, weil es sind noch zwei, stehen noch aus. Wenn die nicht dann kommen, dann streiten wir sie. Sie spielt mit Mariel Glas Doppel, da ist er auch schon dabei. Hat auch den Zettel streiten sie durch, das laden wir auch nicht hoch. Hat sie den Namen Klug. Der wird aber durchgestrichen und wird durch ihren ersetzt. Das geht einfach nicht. Ich kann im Kadame in die Herrenkonkurrenz sonst reintun. Wir beginnen jetzt gleich dann mit den sieben Doppelpaarungen, mit den Doppeln. Und wer noch nie da war, die meisten waren ja schon da, es ist so, außen steht die Tischnummern drauf, auf den Zettel steht keine Tischnummern drauf. Also der Erstgenannte kommt bitte her. Und holt es ab, die anderen müssen hören. Dadurch, dass wir noch so wenig Leute sind, bleiben wir auch nur in dieser Halle, also man muss jetzt nicht rübergehen. Das hat den Vorteil, dass man dann auch nicht immer jedes herlaufen muss. Sollte die A-Klasse irgendwie recht viele Nachmeldungen haben, kann es nochmal sein, dass wir dann drüben aufspielen, wenn es aber auch ein Lautsprecher heute wieder auch hier. Wichtig ist, dass der zweitgenannte Ausblick die Tischnummer weiß, weil es hier nicht die Tischnummer muss aufschreiben. Dann immer wieder die Nachfrage, wo spiele ich? Nachschauen, entweder irgendwie gucken, es ist in dieser Halle, es ist leichter. In der Box ist ein Stück und ein Ball, bitte das auch wieder vollständig zurückbringen. Wir sind auch heute wieder ohne Oberschiedsrichter. Wir waren gestern auch schon, es ging, wir hatten nur einen kleinen Zwischenfall, aber das konnten wir auch selber regeln. Ich hoffe, heute geht es bei der B- und A-Klasse genauso. Ansonsten, ihr wisst, hier ist die Turnierleitung, kurz Zahlen mitbringen, könnt ihr ruhig nachfragen, wenn auch einer länger sitzt, kann, dass wir irgendwelche Zettel mal verschwinden haben lassen. Aus. Das ist schließlich der zweite Tag. Wir versuchen, die Auslosung dann auch aufzuhängen. Also die Story kommt dann gleich raus. Das ist ein Freilos und die anderen, das weiß ich auch auswendig, das hat Lötsch Schwabe. Hat es Zeit und ansonsten geht es dann bei den anderen los. Und wir beginnen dann sobald wie möglich, sage ich dann auch die Gruppen, mit den Herren. Das hängt man dann nochmal auf und dann muss jeder schauen, ob er sich in der Liga findet.